Auf dem Land braut sich ein Sturm zusammen. Die Bauern bereiten sich auf den großen Generalstreik am 8. Januar vor. Wir dürfen heute einen Bauern besuchen, der zusammen mit seiner Tochter einen Pferdehof betreibt im brandenburgischen Havelland. Wir besuchen ihn, begleiten ihn auch am Montag zu den Protesten und werden heute mit ihm sprechen. Es ist Sonntag. Was ist seine Motivation? Was treibt ihn auf die Straße? Wir sind gespannt. Morgen sind ja die Bauernblockaden geplant. Ihr macht mit. Warum macht ihr mit? Ich übernehme 25 den Hof, unseren Familienbetrieb, den mein Vater aufgebaut hat seit knapp 30 Jahren. Und ist für mich alles neu. Mache mir meine Gedanken darüber mit dem Agrardiesel und den grünen Kennzeichen und allem drumherum. Also ich habe 365 Tage, weil ich ein Dienstleister bin. Wegen den Tieren. Tiere können sich nicht aus dem Kühlschrank nehmen, also muss man das ja machen, sondern am Sonntag, Feiertage, Ditte, Urlaub stimmen wir uns beide mal ab oder einen anderen Kollegen, einen Landwirt, der mir dann vertritt, wenn ich mal im Herbst mal eine Woche wegfahre oder 14 Tage, das muss ja weitergehen. So. Und wenn die jetzt diese Kfz-Steuer und Agrardiesel und die machen ja auch auf dem Flächenprämien Kürzungen und dit und was nicht alles drum und dran, fallen mir ungefähr so 10.000, 12.000 Euro im Jahr weniger. Ich habe kein Gehalt. Ich lebe von mir hin. Ja. Und wenn ich jeden Monat einen Tausender weniger habe, möchte ich dir mal sehen, wenn jetzt dein Chef oder das Ich, was dir jeden Monat 1.000 weniger geben tut, wie weit du kommst. Ja. Ich muss 4 Maschinen unterhalten, man hat Pflege, Wartung, Ditte. Das ist ja nicht nur so. Der Diesel wird ja ab dieses Jahr auch teurer. Die Ersatzteile werden teurer. Alles, was sie mir liefern, die Mount wurde erhöht. Das sind ja noch alles Kosten, die dazukommen. Die denken ja alle nur, das ist ja da die 4 Cent Diesel oder bei uns jetzt das da streichen und die Kfz. Nee, das kommt ja mit allem. Wenn ich Netze, Strippen, Ersatzteile, die werden alle teurer. Durch die Mount, durch die hast du nicht gesehen, was sie alle darauf hauen. Energie, Strom, Ditte, war alles teurer. Es geht um die Existenz. Ich bin zurzeit Tagesmutter und höre auch dieses Jahr auf, weil ich gerne den Betrieb übernehmen möchte, weil er in der Familie bleiben soll. Ich habe noch 3 Kinder und erhoffe mir natürlich, Tendenz ist da, dass sie dann den Betrieb weiterführen, wenn ich soweit bin, und um in die Rente zu gehen. Mhm. Ne? Und umso mehr Kürzungen sind, ist das überhaupt nicht mehr machbar. Mhm. Was ist euer Ziel? Geht es nur um die Rücknahme dieser neuen Maßnahmen oder wollt ihr wirklich einen weitergehenden Politikwechsel anstoßen? Erstmal ist ja klar, dass es ja für uns, sag ich mal, mir ist ja die Hose näher wie das Hemd, dass das wieder zurückgezogen wird, Agrardiesel und Titte, auch mit den EU-Prämien. Und ganz dringend ist wirklich, wenn diese Regierung noch weiter regiert, das holen wir wirtschaftlich nie wieder auf. Wir brauchen da 20 Jahre, bis das wieder im Gleichlot kommt, wie wir vor 20, also zurückwirken, sag ich mal. Also sie machen die Industrie kaputt, die bauen machen alles kaputt. Ich weiß nicht, was das, meine Abschlüsse haben ja kaum welche von den Politikern, die können nur durchsichtig quatschen. Man sieht ja Ricarda Lange oder sowas, braucht man nicht drüber diskutieren. Und wenn, sagt man, wie ein Habeck nicht mal wisst, was eine Insolvenz ist, ich meine, tut mir leid. Also Ziel ist auch, die Ampelregierung loszuwerden? Ja, auf jeden Fall. 100 pro. Ihr habt ja geschildert die ganzen Probleme, die es auch durch die Politik natürlich gibt als Landwirt, und du willst trotzdem mal hier den Hof übernehmen und weiter in die Richtung arbeiten. Warum? Also was macht dir Freude an dem Beruf? Also erstmal macht mir die Freude oder erfreut mich, mit den Tieren zusammenzuarbeiten. Die geben dir eine Menge zurück. Dann, was du erwirtschaftest, deine eigene körperliche schwere Arbeit. Das ist auch so, als Frau ist das auch nicht einfach, aber es macht mir trotzdem Spaß. Weil man sieht, dass die Arbeit Früchte trägt dann. Genau so ist es. Ne? Man sieht es daran, dass die Hallen voll sind mit unserem Heu, was wir selber produziert haben. Man hat seine Ruhe. Also ich fühle mich sehr ausgeglichen hier. Der Kameramann wird gerade angegriffen hier. Von Alfie, dem Pferd. Also ich glaube, da gibt es so viele Sachen, die ich aufziehen könnte, aber mir macht es einfach Spaß. Das heißt, du lässt dir das auch durch die Politik nicht nehmen, die Freude? Definitiv nicht. Ja, sehr gut. Alles durchs Rohr weggelöscht, ganz Dalbo ist komplett tot. Über Püppin sind wir hergekommen, hoch alle tot. Ja, nee, aber überhaupt die Straße. Aber im Bullenbach. Da eben, müssen wir alle wieder drehen.
Ja, liebe Zuschauer, wir sind heute, es ist Montag, der 8. Januar, sehr früh aufgestanden, um 5 war Treffpunkt. Wir sind mit großer Kolonne hierher gefahren und was passiert jetzt? Wir sind aus Falkensee und blockieren gerade die Autobahnauffahrt A10. Um ein Zeichen zu setzen. Um ein Zeichen zu setzen, genau. Und vermutlich so lange wie möglich, oder? So lange wie möglich. Wir versuchen die ganze Woche immer peu à peu hier zu sein, uns hinzustellen und dafür zu kämpfen. Ist Verpflegung ausreichend vorhanden? Ja, weil sehr viele Mitbürger uns unterstützen. Mit Kaffee, Wiener, Bockwurst, Knackers, Brötchen, ist völlig egal. Und dafür danken wir euch natürlich, ne, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt. Also man merkt eine große Solidarität in der Bevölkerung auch. Die ist vorhanden, definitiv. Hat man Verständnis für die Proteste? Ja, logisch. Geht uns ja nicht anders. Guck mal, wir zahlen jetzt mehr Maut für 1.500 Euro mehr im Monat wie sonst. Und ich kann dazu nichts mehr sagen. Und das ist doch viel zu wenig, was wir machen. Ja, nun läuft ja die Blockade schon einige Stunden. Wie läuft es denn bisher? Eigentlich relativ sehr gut. Also die Autobahn ist teilweise hier 10 Viertelstunde, kein Auto fährt mehr hier. Also von hinten kommt ja nichts mehr. Rausschauen tut sich nach Falkensee. Also hat Wirkung. Auf jeden Fall hat es schon mal Wirkung. Gibt es Probleme mit der Polizei? Nee, die suchen ja immer noch, siehst ja die Hupen denn, also als Sympathie hier. Ja, die suchen immer noch Herr Krüger, der Verantwortliche, weißt du? Und der ist mal da. Wir wissen ja auch nicht immer, wo er ist genau, weißt du? Und naja, sonst sag ich mal, Polizei hat da Autonummern aufgeschrieben gehabt und das alles, aber sonst, wir müssen, sag ich mal, die Leute durchlassen, die jetzt eben kranken waren und sowas alle, sag ich mal, die lassen wir ja auch alle durch. Ist ja nicht das Problem, Feuerwehr, das gibt ja, sag ich mal, Essensfahrer und ja, was alt so ist. Und Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind positiv? Ja, auf jeden Fall. Man kriegt jetzt mal ein Video nach dem anderen, wo was hier überall passiert und staunig, sag ich mal, ja, dass doch so viele sich beteiligt haben. Sag ich mal, auch hier im Havelland. Die ganze B5, von Krem kommt ja nicht mehr, DRL ist alles zu. Die haben wirklich, die haben noch brutaler zugemacht. Und die A10, jetzt haben sie gesagt, ihr habt A10, A24, das, alle Fahrten fast alle zu. Oranienburg, ganz großer Chaos, da ist alle zu. Also die haben da richtig Autobahnruf, weil ja der Gesetzgeber hat es ja erlaubt, dass wir auf Autobahnen sperren dürfen. Weißt du? Ja, und das nutzen wir doch gleich aus. Wir sind jetzt an der Siegessäule. In Berlin ist der Verkehr ungewöhnlich ruhig, was daran liegen könnte, dass die Stadt fast völlig von ihrem Umland abgeschnitten ist wegen der vielen Blockaden. Und auch in Berlin selbst gibt es Blockaden, nämlich hier auf der Straße des 17. Juni von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor reiht sich Traktor an Traktor und das wird wohl auch die nächsten Tage so bleiben. Bist du Bauer? Nee, ich bin kein Bauer. Hab eine Firma, bin selbstständig. Und merken tue ich das natürlich auch, ne? Bin im Baugewerbe tätig und egal wie und was und wo, wird immer teurer. Die Kunden, ne, werden immer weniger, können sich das nicht mehr leisten, wie auch immer. Von daher stehe ich heute hier und ja, versuche da ein kleines bisschen mitzuwirken. Muss ganz ehrlich sagen, bin ein bisschen enttäuscht, was hier, also ist ja schön wenig, ich habe mir viel, viel mehr erhofft. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, hoffentlich. Ja. Warum ist es Ihnen als AfD-Politiker heute wichtig, hier zu sein? Ja, im Grunde genommen ist es ganz klar, die Straße und natürlich auch der parlamentarische Arm gehören einfach zusammen. Und daher, ganz klar, muss man dabei sein. Und auch aufgrund dessen, weil die Regierung einfach unfähig ist. Und das wird heute sehr massiv zum Ausdruck gebracht. Wir sprechen jetzt mit dem Politikreferenten der Freien Bauern. Ich muss erst mal fragen, was sind denn die Freien Bauern überhaupt? Die Freien Bauern sind die Interessenvertretung der bäuerlichen Familienbetriebe in Deutschland. Wir sind der Meinung, dass der Deutsche Bauernverband das nicht vernünftig macht und deshalb machen wir das jetzt. Was ist das Problem mit dem Deutschen Bauernverband? Der ist eng verflochten mit der CDU, CSU und mit der Industrie und wir sind unabhängig. Das Entscheidende an den Freien Bauern ist, dass wir unabhängig die Interessen der bäuerlichen Familienbetriebe vertreten. Also keine
Verbindungen zu anderen Organisationen. Das ist ja ganz wichtig. Der Begriff Lobbyismus hat ja so einen kleinen negativen Beigeschmack. Wir sind Lobbyisten mit Herz und Seele, weil wir sagen, das ist eigentlich was Wichtiges, Gutes, dass man in einer Gesellschaft die Partikularinteressen einer Gruppe vertritt. Aber man muss es eben auch transparent und offen tun. Und das tun wir. Also wir haben tatsächlich keinerlei Verbindungen zu anderen Gruppen, vertreten nur die Interessen unserer Bauern. Ja, Sie stehen hier im Stau bei Brandenburg an der Havel, aber Sie sehen jetzt nicht besonders unglücklich aus darüber. Nein, wir bestehen bereits, ich denke, so 2,5 Stunden hier im Stau. Ich bin stolz auf unsere Bauern und bin froh, dass sie sich endlich aktivieren und dass endlich etwas passiert. Das heißt, Sie können das komplett nachvollziehen, was hier passiert? Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Deswegen stehe ich auch hier, habe allen den erhöhten Daumen gezeigt und habe ihnen zugewunken, natürlich. Ja. Was finden Sie denn besser, die Bauern, die hier blockieren, oder die Klimakleber? Ich finde natürlich die Bauern besser. Die Klimakleber, das ist keine Option. Brandenburg an der Havel hat ja heute Schlagzeilen gemacht als Stadt, die komplett dicht gemacht worden ist von Bauern. Wie ist denn Ihre Tagesbilanz für heute? Also wir standen ja an der Abfahrt A2 Brandenburg und da waren eigentlich die Resonanzen sehr positiv. Und wir hatten auch keinen Stress mit der Polizei, eine gute Zusammenarbeit, hat eigentlich alles wunderbar geklappt. Und von daher sind wir eigentlich positive Dinge, ja. Ich fand, das war ein super Erfolg. Wir hatten sehr, sehr super freundliche Stimmung hier. Die Anwohner waren gut drauf, Familie mit Kindern. Also von daher eigentlich perfekt. Rettungsgassen wurden gebildet, Verständnis von der Bevölkerung. Also so kann es weitergehen. Jetzt fragen sich natürlich viele Zuschauer, wie geht es weiter, also vor allem die nächsten Tage. Ist das eine Eintagsfliege, der Protest, oder wird es weitere Aktionen geben und möglicherweise bis ein bestimmtes Ziel erreicht ist? Das Ziel heißt, die Regierung muss extremst sich wandeln oder sie muss zurücktreten. Ja. Dafür ist es jetzt einfach zu weit, zu groß gediegen. Da können die nicht mehr zurück. Auch die Handwerker, die Schmiedeure, geht ja allen Selbstständigen so. Das heißt, Aktionen, bis es Neuwahlen gibt? Ich denke ja. Also wir sind bis jetzt sehr zufrieden, weil mit dieser Sache hier wollten wir ein Zeichen setzen. Und ein Zeichen auch dafür, dass nicht die Bauern alleine dastehen, sondern auch von uns Handwerkern mit unterstützt werden, auch von den Transportunternehmen und einfach auch dem Staat gegenüber mal sagen, so geht es nicht mehr weiter. Jetzt natürlich die große Frage mit Blick in die Zukunft, wie geht es denn weiter? Also wie lange sollen die Aktionen noch stattfinden? Also bis zu welchem Ziel, was dann vielleicht erreicht wird? Bis jetzt ist es erstmal in den Anfängen. Zumindest die Bauern sind ja groß organisiert. Haben die letzten Sachen der Bundesregierung dort fast zum Überlaufen gebracht. Und wir werden sehen, wie die Regierung jetzt weiter verfährt. Aber so mit den Sachen, dass jede Woche irgendetwas Neues wieder verboten oder geboten wird, kann es einfach nicht mehr weitergehen. Das ist für alle keine Planungssicherheit mehr. Und auch gerade für die Bauern, da geht es jetzt Tatsache komplett an der Existenz. Und aus dem Grund sind alle aufgestanden und setzen ein Zeichen und sagen, Leute, schaut mal, so geht es nicht mehr weiter. Wir befinden uns gerade an der Autobahnabfahrt in Blumberg. Hier wird die Auffahrt zur Autobahn von den Bauern blockiert. Zuvor waren wir in Mero. Dort formierte sich ein riesiger Konvoi aus Treckern und Lastwagen, die jetzt durch das Barnimer Land fahren und einige Straßen blockieren. Momentan befinden wir uns an der Autobahnabfahrt Finowfurt. Wie wir hinter uns sehen können, fährt der ellenlange Konvoi an uns vorbei Richtung Eberswalde, um dort die Kundgebung abzuhalten. Wie wir sehen, sind nicht nur Landwirte im Konvoi, sondern auch kleine Unternehmer, Handwerksbetriebe, die gegen diesen Ampelirrsinn protestieren.